Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In dem heutigen Video zeige ich euch 6 Gründe, warum jeder Mann einen blauen Anzug haben sollte. Los geht's. So, Freunde, der blaue Anzug hier ist nichts Besonderes, ein ganz normaler standardblauer Anzug. Ich möchte auch gar nicht großartig auf die Marke eingehen, aber ich zeige euch jetzt mal 6 Ideen, wie ihr den Anzug kombinieren könnt und was ihr damit alles machen könnt. Ich ziehe den jetzt mal an. So, und jetzt habe ich den Anzug schon an. Ganz klassisch, weißes Hemd, blaue Krawatte, schwarze Schuhe. Eigentlich ist das das richtige Outfit für eine Hochzeit. Also kann ich euch empfehlen, wenn ihr zu einer Hochzeit eingeladen seid, auf jeden Fall einen blauen Anzug anzuhaben. Denn blau ist die Farbe des Glücks und dementsprechend ist man auf einer Hochzeit mit einem blauen Anzug immer richtig. Dunkelblau in dem Fall. Ich habe den ein bisschen anpassen lassen für mich. Das heißt, der ist ein bisschen tailliert und die Ärmel wurden gekürzt, sodass sie nicht so lang sind. Die Hose ist ebenfalls gekürzt. So, Freunde, in dem Fall haben wir das erste Outfit abgehakt. Weiter geht's zum zweiten Look. So, Freunde, und dann bin ich mit Outfit Nummer 2. Ein bisschen lockerer in dem Fall. Braune Schuhe, also braune Pennyloafer, ehrlich gesagt. Und lockeres Blau. Weiß gestreiftes Hemd ohne Krawatte, nicht ganz so förmlich, denn Krawatte ist immer ein bisschen förmlich, trägt ein bisschen auf, aber es gibt halt Anlässe, wo man eine Krawatte zu tragen sollte. Dementsprechend, ja, ein sehr, sehr cooler Look, abends zum Cocktail etc. Einfach so, finde ich persönlich, sehr, sehr gelungen und dementsprechend, sowas kann man dann gut tragen. Es gibt auch noch eine zweite Variante, was ihr daraus machen könnt. Ihr nehmt das kurz auf. Dann öffnet ihr die Knöpfe. Einmal, zweimal, nicht drei oder viermal, sondern maximal zweimal, hochkrempeln, Sack über die Schulter und good to go. Los geht's, Outfit Nummer 3. So, Freunde, und hier haben wir Outfit Nummer 3, ganz klassisch, weißes T-Shirt, weiße Sneaker, der perfekte Büro-Office-Look, finde ich persönlich. Kommt natürlich auch darauf an, in welchem Office ihr arbeitet, aber in dem Fall, ja, sehr, sehr cooler Look. T-Shirt ist reingesteckt in die Hose. Wenn ihr jetzt sagt, oh, keine Ahnung, ich finde das zu förmlich, dann kann man das T-Shirt auch einfach rausziehen. Auch locker, wenn es nicht zu lang ist, hängen lassen, passt genauso. Sieht auch nicht zu förmlich aus, ganz easy peasy. Ja, und Outfit Nummer 3. So, Freunde, und hier haben wir Outfit Nummer 4. Das Sakko brauche ich jetzt erstmal nicht mehr, deswegen hänge ich das eben ganz kurz auf. Denn der Vorteil ist, wenn ihr so einen Anzug kauft, ihr könnt die Hose einfach individuell für verschiedene Outfits einsetzen. Dementsprechend habe ich die jetzt hier einfach mal anbehalten. Ist eine ganz cool geschnittene Hose, wie ihr seht. Und ich kombiniere das jetzt hier einfach mal ganz easy mit einem kurzärmeligen Hemd. Also ganz einfach. Dementsprechend locker, schön casual, schön für die Stadt, schön für ein Eis. Ich hätte jetzt auch Bock auf ein Eis. Und so, Freunde, hier ist mein letztes Outfit. Lockeres Oversize-T-Shirt mit ein paar coolen Runnern. Dementsprechend, wie ihr seht, ihr könnt den Anzug variabel, flexibel einsetzen. Mit nur ganz wenig Teilen könnt ihr ganz viel damit machen. Aber ich sag mal, das waren natürlich auch nicht alle Varianten. Da steht eurer Kreativität den freien Lauf, also alles Mögliche offen. Und dementsprechend, ja, nur so ein kleiner Einblick, was ihr damit machen könnt. Und ich denke, das ist schon wirklich ein Piece, was ihr in eurem Kleiderschrank haben solltet. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren und ein Like dazu lassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace, haut rein. Ciao. Go. Ton ist da? Ton ist da. Sag mal, verkehrt ist, aber wenn jetzt... Oh. So, Freunde, hier ist mein... Lass ruhig laufen, das ist kein Problem.